sieht aus wie eine Rinde. Sie essen aber mit. Plötzlich fertig, los. Okay. Ich merke schon. Ich koste Enzianwurzel. Da möchte ich gerne ausspucken. Die Wurzel zählt zu den bittersten Pflanzenteilen der Welt. Boah, das wird immer bitterer. Sind Sie manchmal erstaunt darüber, was Pflanzen können? Aber ganz klar, wenn Sie sich überlegen, eigentlich sind es ja geniale Chemiefabriken. Pflanzen bieten alles auf, um zu überleben und sind dabei geniales Grün. Erklären lasse ich mir das von Professor Hoffmeister. Er arbeitet an der Uni Jena am Institut für Pharmazie. Sehen Sie eigentlich so eine Wiese mit anderen Augen als ich? Ich vermute ja. Es ist immer so ein bisschen abscannen, abtasten, was wächst, so ein heimliches Mitbeobachten. Und hier sehen wir jetzt den Wiesensalbei, der Ihnen natürlich auffällt. Klar, es ist blau, es steht hier stolz am Wegesrand. Hier geht es jetzt nicht um die Abwehr. Pflanzliche Chemie, nenne ich es mal. Inhaltsstoffe ist nicht immer nur was abzuwehren, geht natürlich auch um das Andocken. Und dann spielt natürlich auch die Form eine Rolle. Das ist eine Landebahn hier für ein Insekt. Und wenn wir dann hier rangehen, wird eine Art Hebelmechanismus ausgelöst, der dafür sorgt, dass der Pollen dann auf den Insektenrücken dann übertragen. Genau. Ah, sehr interessant. Damit Insekten sie bemerken, müssen Pflanzen verführen. Die Kirschen machen das mit süßen Früchten. Zuerst lockt ihre rote Farbe die Vögel an. Diese fressen das süße Fruchtfleisch und fliegen den Kern gratis sonst wohin. Die Verbreitung der Nachkommen ist gesichert. Viele Beeren haben diese Aufgabe. Bei den klebrigen Mistelbeeren ist das auch so und beim roten Samenmantel, der die Eibensamen umhüllt, auch. Pflanzen haben kein Immunsystem, um sich vor Viren und Bakterien zu schützen. Und vor ihren Feinden weglaufen geht auch nicht. Und so wehren sich Pflanzen oft mit chemischen Verbindungen wie Geschmack und Geruch. Wenn Sie das auf das gesamte Pflanzenreich betrachten, was für wirklich vielzählige, unterschiedliche Stoffe mit unterschiedlichen Wirkungen von den Pflanzen gemacht werden, dann würde ich sagen, das ist geniales Grün. Genial ist aber auch, dass wir dahinter gekommen sind, dass wir die Stoffe der Pflanzen für uns nutzen können. So wie aus Coffea arabica und aus Nicotiana tabacum. Nikotin schützt Blätter und Samen, denn es lähmt und schwächt Insekten, die zum Knabbern vorbeikommen. Koffein lähmt ihr Nervensystem. Wir Menschen dagegen lieben beides. Kaffee muntert auf, Rauchen entspannt. Beides zu viel ist aber nicht gesund, denn es sind eben Gifte, mit denen die Pflanzen sich verteidigen. Hier kennen wir den Zusammenhang. Doch warum das Schöllkraut gelben Saft produziert, der Professor weiß es auch nicht genau. Warum macht und produziert die hier so einen gelben Saft? Genau, sicher wissen wir es nicht, aber wir können vermuten, dass es auch der Abwehr dient, weil diese Alkaloide die Eigenschaft haben, dass sie sehr aktiv sind auf andere Gewebe, auf andere Lebewesen. In der Volksmedizin ist das ein Mittel gegen Warzen. Pflanzen ist es egal, ob ihre Inhaltsstoffe uns helfen. Sie sind eigene perfekte Überlebenssysteme. Bäume zählen darunter zu den komplexesten, denn sie können vieles in einem. Ihr Harz umhüllt Wunden und mit ihren Blättern, die unten mehr Chlorophyll haben als oben, fangen sie noch das letzte Fitzel Sonnenlicht ein. Doch Bäume können noch etwas Großartigeres. Sie transportieren gegen die Schwerkraft Wasser. Sie öffnen ihre Spaltöffnung auf der Blattoberfläche, das Wasser verdunstet. Es entsteht eine Art Sog und so steigt das Wasser in den Leitungsbahnen in schwindelerregende Höhen. Wie formen sich die Pflanzen mit ihren Inhaltsstoffen ihren Lebensraum? Wie ist ihr Einfluss auf die Umwelt und auf Mikroorganismen? Diese Fragen versuchen die Forschenden in Jena zu beantworten. Aber sie gucken auch von den Pflanzen ab. In den Laboren der Uni werden sie für die Pharmazie analysiert und perfektioniert. Einige produzieren Stoffe, die uns bei Krankheiten helfen. Pflanzen sind grüne Chemielabore, die kein Gehirn steuert. Sie überleben, weil sie dazu alle ihre Teile nutzen. Darüber sind sich Forschende heute einig. 1880 meinte der bekannte Naturforscher Charles Darwin zum Beispiel noch, dass die Wurzelspitzen das Gehirn der Pflanzen seien.
Ein Gehirn haben aber nur etwa 2% der Lebewesen auf der Erde, wie Säugetiere, Fische und so weiter. Einzeller und Pflanzen nutzen Strategien, die sie in Millionen von Jahren entwickelten. Sie sind schlau durch Anpassung und Auslese. Sie sehen schon wieder was, oder? Sie haben was entdeckt. Ja. Kleinen Klee oder Kleeverwandtschaft. Das kleine Gelbe. Das kleine Gelbe, was hier blüht. Pflanzen leben mit uns in unmittelbarer Nachbarschaft. Jede ist genial und einige helfen uns bei unserem Überleben. Apropos.